Wir haben selber Schuld, wenn wir unsere Erde kaputt machen. Richtig. Und irgendwann wird sich unsere Erde rächen und nicht gerade wenig. Also es fängt damit an, dass unsere Gletscher wegschmelzen und richtig, und richtig. Diese ja, und Orkane und was jetzt alles über die Erde kommt. Natürlich, klar. Worüber ich mich jedes Mal ärgern kann und worüber ich... Es hat sich jeder dabei was gedacht. Die Feldwege, ganz ein dummes Beispiel. Ja. Die Feldwege mit Hecken zu bepflanzen, ja. Die Straßen, Bäume und Büsche. Ja. Warum werden die heutzutage alle abgemacht? Und jeder regt sich drüber auf, die Straßen sind voll Schnee, die Straßen sind voll Sand, die Straßen sind, weil alles weg muss. Das stimmt. Ich sage mir, mit der liebe Gott hat sich was dabei gedacht, ja. Das wachsen zu lassen. Also wir Muslime haben die Auffassung, dass Gott uns hier auf die Erde gebracht hat für eine Aufgabe. Ja. Und die Aufgabe ist, dass wir selber den Frieden erlangen. Ja, der hat uns auf die Erde geschickt, damit wir die nicht kaputt machen, sondern richtig, die genau. Erhalten, wie er sie geschaffen hat. Genau, genau. Und deswegen sagen wir Muslime, den wahren Frieden findet man nur dann, wenn man sich wirklich mit Gott beschäftigt, also wenn man diese Beziehung zu ihm sucht. Weil wir haben uns nicht selber erschaffen, wir geben uns nicht selber Nahrung, wir kontrollieren nicht den Regen. Das heißt, da ist eine Übermacht. Jetzt da ist eine gut, Übermacht. Dass da noch keiner dran drehen kann, sonst würde auch alle anderen noch ja, das dran stimmt, drehen. Das stimmt auch, ja. Also, das stimmt auch. Aber das, deswegen sage ich, wenn man wirklich in sich hineinkehrt und diese Spiritualität fühlt, dann gibt es keinen Weg daran vorbei, dass man den Weg zu Gott sucht. Also zu Gott, nicht zu einem Menschen. Nein. Weil wenn man... dass ich mittlerweile 73 bin, genau. Und das nicht mehr erlebe, was nach mir kommt. Richtig. Diese Sorte Menschen. Genau. Das stimmt. Und noch diese noch nicht mal, aber die nächsten. Das stimmt. Die werden böse dran. Ja. Auf jeden Fall. Also, ja. Wenn wir uns nicht bald besinnen, ja. Und dann wird es ein böses Ende. Das stimmt. Wie mein Vater gestorben ist, da hat der zumal zu mir gesagt, das eine sage ich euch, ihr werdet noch mal genauso anfangen wie damals. Um Kreislaufen und bitte. Ja, klar. Weil wir machen selber das nicht. Aber wie ich gesagt habe, wenn wir uns wirklich nur Gedanken darüber machen, was auf der Erde an Leid passiert, das hört gar nicht auf. Dann gehen wir kaputt. Genau. Dann brechen die Dings gar nicht mehr. Ja, bringt nichts. So, ja, was möchtest du denn gerne haben noch? Ja, natürlich, nimm mit. Das ist der Koran auf Deutsch. Und das ist die Geschichte von Mohammed. Sehr, sehr interessant. Liest du mal der Mama mal ab und zu laut vor. Genau, nimmst du auch mit. So. Genau. Ja, gerne, kein Problem. Macht's gut. Ciao.